Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Schwarzschimmel. Ich habe mir gedacht, ich mache heute einfach mal ein Lookout auf DayZ. Oder was heißt ein Lookout? Let's test it. Nachdem mir 7 Days to Die heute irgendwie andauernd abschmiert. Und ich mir DayZ erst gestern zugelegt habe. Habe ich mir gedacht, laufe ich mit euch ein bisschen durch die Gegend. Schau mir an, was in DayZ alleine möglich ist, wie schnell man sterben kann. Und werde mich mal hier ein bisschen durch die Gegend bewegen. Ich habe heute Morgen bereits eine Stunde das Spiel gespielt, deswegen auch schon meine recht opulente Ausrüstung. Und werde schauen, dass ich die auch noch erweitern kann. Zack. Na, keine grüne Jeans. Habe ich schon eine grüne Jeans? Keine grüne Jeans. Okay, wenn er keine grüne Jeans will, will er keine grüne Jeans. Wie gesagt, ich habe heute Morgen schon eine Stunde gespielt und muss sagen, war recht erfolgreich, was mich wirklich gewundert hat, weil ich in anderen Let's Plays gesehen habe, dass es doch recht problematisch ist, Ausrüstung zu finden. Deswegen bin ich eigentlich ganz happy, dass ich mittlerweile einen Revolver gefunden habe und ein Gewehr. Ich habe DayZ schon als Mod gespielt und muss sagen, ich finde DayZ als Standalone jetzt schon flüssiger und angenehmer zu spielen als die Mod. Auch, dass ich alle Gebäude betreten kann, macht das Ganze auch noch ein bisschen einfacher. Was oft gestört hat am Mod, dass ich einfach nicht in alle Gebäude hinein konnte. Was ich noch rauskriegen muss, ist, wie das Zombie-Verhalten sich abbildet. Weil mir ist es in der ersten Stunde ein paar Mal passiert, dass ich nirgends einen Zombie gesehen habe und plötzlich kam irgendwo vom Kartenrand ein Zombie angerannt und ist auch direkt auf mich zugestürmt. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Bug ist, ein Feature oder ich einfach nur zu doof war, den nicht zu sehen vorher und ich schon eine halbe Stunde mehr hergezogen habe. Aber den Zombies zu entkommen ist immer noch recht einfach möglich, von daher war es dann nicht weiter störend. Und die gute alte Feuerwehraxt tut immer seine Dienste. Wenn ich schon allein an die Mod-Zeiten denke, eine 1000-schüssige Axt ersetzt jedes Gewehr bei einem Zombie. Da kann keine andere Waffe mithalten und keine andere Waffe ist so leise. Was nicht zwangsweise dann die Aggression anderer Mitspieler auf mich zieht. Ich habe heute Morgen, als ich noch die ausgetestet habe, die erste Stunde auf dem Server gespielt, wo ich wirklich allein unterwegs war, um mich halt ein bisschen umzusehen und nicht gleich 5 Meter zu gehen und eine Kugel einzufangen. Jetzt bin ich auf dem Server gejoint, der 17 bis 18 Spieler aufgewiesen hat. Mittlerweile können es natürlich mehr sein. Das weiß ich nicht, es können auch weniger sein. Auf jeden Fall mit ein paar Mitspielern kommt dann wieder der gute alte Survival-Gedanke auf, überleben und meiden jeglicher Spieler. Ich hoffe mal, dass ich vielleicht irgendwann auch mal ein richtiges Let's Play draus machen kann und nicht einfach nur ein, ich laufe mal ein bisschen durch die Gegend, schau, was hier geht und hoffe, dass ich nicht sterbe. Ansonsten muss ich sagen, ich bin noch genauso paranoid wie früher. Jedes Geräusch lässt mich zusammenzucken und gucken, ob irgendwo jemand ist, der dieses Geräusch verursacht hat. Okay, mein Charakter möchte etwas essen. Ich spiele hier eine Frau, was wahrscheinlich schon aufgefallen ist. Liegt allerdings daran, dass ich mir zwar einen Mann erstellt hatte, aber als ich das Spiel gejoint habe, war es plötzlich wieder eine Frau und auch die Kleidung hat nicht mehr gestimmt. Aber das tut ja dem Spiel an sich keinen Abbruch. Schauen wir mal, immer noch hungrig. Dann ess mal was. Ah, ich esse schon etwas, okay. Sehen tue ich davon nichts. Welche Stadt ist das denn? Ist es Elektro?
Cherno? Ich hab's mit Namen nicht besonders. Macht aber in dem Fall, glaube ich, nicht ganz so viel aus. Weil ich ja alleine unterwegs bin und mich mit keinem absprechen und keinen finden muss. Also kann ich auch einfach ein bisschen alleine durch die Gegend ziehen. Und mir das Kraftwerk ansehen, die Feuerwache ansehen. Wobei, die habe ich schon mal besucht gehabt. Der Hügel, wo ich mich gerade befinde, ist recht beliebt, das weiß ich. Von diversen Snipern. Wie weit die Waffen jetzt schon gediehen sind mit Visier und ähnlichem, weiß ich nicht. Dafür habe ich mir noch nicht genug Let's Plays angeguckt. Aber zumindest scheint momentan hier keiner unterwegs zu sein. Wer weiß, wo die sich rumtreiben. Oder vielleicht warten sie einfach irgendwo auf mich. So, das Kraftwerk. Wie schaut's denn aus? Oh, da hinten ist ein Spieler. Der noch ziemlich schnell unterwegs war. Entweder er hat noch nichts oder er fürchtet sich ebenso vor anderen Mitspielern, wie ich das tue. Jetzt ist nur die Frage, wo wird er lang gehen? Ich werde mir auch vorbehalten, das Feuer auf jeden zu eröffnen, den ich sehe. Die anderen Mitspieler werden es höchstwahrscheinlich nicht anders handhaben. Dementsprechend werde ich jetzt etwas hier campen und werde sehen, ob unser Freund wieder auftaucht. Hören tue ich nichts. Ich weiß auch gerade nicht, ob da hinten noch ein Gebäude war, was man plündern konnte. Oder ob er mich gerade irgendwo umgeht und ich kriege es nicht mit, oder er noch einen Mitspieler hat, der sich darauf konzentriert, Leute zu finden. Gut, ich höre irgendwelche Grillen. Ich habe ein Leitergeräusch gehört. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme rüberkommt. Allerdings sehe ich momentan keinen anderen Spieler. Ich weiß auch nicht, wo unser Freund mit der gelben Jacke hingelaufen ist. Eigentlich war er ja ganz gut zu sehen. So, jetzt ist niemand mehr zu sehen. Ja, ich weiß, dass du essen willst. Ich habe dir aber schon was gegeben. Können wir das in der Position trotzdem tun? Ah, sie hat aber doch nichts gegessen. Okay. Oh, sehr interessant. Meine Waffe ragt ins Blickfeld. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Meistens spiele ich aus der Third Person. Weil es einfach angenehmer ist, das Bild nicht so ruckelt beim Laufen. Wobei, ich habe es hier noch gar nicht ausprobiert. Ich kenne es nur aus der Mod mit dem Ruckeln. Dann werde ich mich jetzt mal auf den Weg machen. Vielleicht ist das Spiel auch schon wieder weg und ich habe es einfach nur nicht mitgekriegt. Ausschließen will ich es nicht. Ich muss entschuldigen, wenn ich ab und zu ruhig bin. Ich bin immer noch am Lauschen nach den Zombies, aber hier scheint wohl gerade keiner zu sein. So, jetzt fällt mir wieder ein, warum ich ganz gerne in der Third Person unterwegs bin. Dann sehe ich nämlich immer gleich, ob ich gestehe oder gebückt laufe. Der Spieler scheint nicht mehr da zu sein. Gut, wenn der Spieler weg ist, dann kann ich mich mal auf den Weg machen. Ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, die Steuerung nicht ganz raus. Wann ich denn jetzt wirklich im Waffenmodus bin und wann nicht.
Muss mal schauen, ich habe glaube ich meine Handfeuerwaffe noch gar nicht nachgeladen. Inspect. Da habe ich wahrscheinlich gar keine Munition für. Okay. Ich war der Meinung, ich hätte vorhin ein paar Kugeln für die Handfeuerwaffe gefunden. Aber nur gut. War wohl die falsche Munition, ansonsten könnte ich ja wahrscheinlich jetzt nachladen. Unser Freund mit der gelben Jacke ist verschwunden. Gut. Wie gesagt, meine DayZ-Skills sind auch nicht gerade die besten. Ich weiß auch nicht, wie es momentan aussieht mit den Respawn. Aus den Videos, die ich gesehen habe, hieß es immer, man müsste den Server neu starten, um die Respawn zu bekommen, weil einmal geplündert ist es weg. Weiß ich nicht, ob es immer noch so ist. Gucken wir mal, ob das bessere Schuhe sind. Angeblich sind sie black. Gucken wir mal. Ja, dann können wir sie auch ablegen. Ach, jetzt weiß ich wahrscheinlich, warum ich meine Hose nicht wechseln konnte, weil die Taschen voll sind. Ich habe mir allerhand Krempel hineingesteckt. Okay. Vielleicht war unser Freund mit der gelben Jacke schon hier und hat alles mitgenommen, was sonst noch rumlag. Okay, du bist durstig. Dann wollen wir mal gucken, ob wir was zu trinken dabei haben. Ja, haben wir auch. Entschuldigung. Dann wollen wir mal schauen, dass wir das ganze Zeug in unserem Rucksack verstauen, damit wir die Hose wechseln können. So, das sieht doch schon mal besser aus. Dann legen wir mal die Hose ab. Ich weiß auch nicht, wie es aussieht mit dem Status der Getränke und vom Essen. Ich habe irgendwie mal mitgekriegt, dass Lebensmittel auch schlecht sein können. Sprich, man sollte nicht unbedingt jedes Obst, was man findet, essen, weil es schon verrottet sein könnte. Steht dann aber, glaube ich, auch dran, dass es sich um verrottetes Gemüse handelt. Das Beste ist und soll wohl Dosenfutter sein. Um sich zu ernähren. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich auch verhält mit dem Öffnen. Ich habe mir irgendwo gelesen, man muss wahrscheinlich erstmal Dosenöffner finden, um die Dosen aufzumachen. Wenn man eine Axt hat, macht man es mit der Axt auf. Allerdings verliert man dann den Großteil der Nahrung. Habe ich bis jetzt noch nicht feststellen können, weil ich nur eine Dose Tuna gefunden habe. Und da könnte ich mir vorstellen, den könnte man einfach mit der Hand öffnen. Weil ja normalerweise in einer Thunfischdose so ein typischer Ring dran ist zum Öffnen. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass diese Vermutung stimmt, oder sie haben einfach das Ganze noch gar nicht implementiert. Und wir müssen einfach auf den nächsten Patch warten, dass sowas vielleicht kommt. Ups, ich wollte eigentlich nur aufstehen. Warm genug ist mir zumindest mal. Meine Pudelmütze gefällt mir auch recht gut. Da kriege ich zumindest keinen kalten Kopf. Hoffe auch mal, das beschützt mich so ein bisschen vor den Auswirkungen von einer Krankheit oder ähnliches. Okay, der Supermarkt hat zumindest mal alle Türen offen, das heißt, da war schon mal jemand drin. Ich habe gerade eben den Ansatz eines Zombies gehört, das wundert mich jetzt. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ruckelt. Die Frames im Video sind auf 11 bis 12. Ich hoffe, es kommt bei der Aufnahme nicht ganz so schlimm rüber. Und ihr könnt es noch ertragen. Ansonsten
war dies ein kurzer, erfolgloser und recht unspektakulärer Ausblick auf DayZ. Ich werde mich jetzt einfach in eine kleine Hütte stellen und hoffen, dass mich keiner findet, damit ich hier nämlich die Aufnahme beenden kann. Vielleicht werde ich mal eine Folge dranhängen oder eine neue machen. Man wird schauen. Könnt ihr trotzdem sagen, wie es euch gefallen hat. Über einen Daumen hoch würde ich mich sowieso immer wieder freuen. Und schaut auch gerne beim Schlaraffen-LP vorbei. Das sind Freunde von mir. Da werde ich auch werden auch meine Videos verlinkt sein. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer. Macht's gut, euer Schwarzschimmel.